Am Flughafen von Green Bay in Wisconsin wartete am Mittwoch ein eher ungewöhnliches Fahrzeug auf Donald Trump. Der US-Präsidentschaftskandidat der Republikaner ließ sich von einem Müllwagen abholen. Eine Gelegenheit, Kritik an seinen demokratischen Rivalen zu üben. Wie gefällt euch mein Müllwagen? Zu Ehren von Kamala Harris und Joe Biden. Mit seinem Auftritt spielte Trump auf ein angebliches Zitat von US-Präsident Joe Biden an. Der hatte in einem Telefonat mit Angehörigen der Latino-Community den Ex-US-Präsidenten kritisiert. Mit Blick auf den Scherz eines Comedians bei einer Trump-Veranstaltung, der Puerto Rico als Insel aus Müll bezeichnet hatte. Das Weiße Haus und Biden selbst widersprachen der Darstellung. Es sei vielmehr um Äußerungen gegangen, in denen Latinos dämonisiert würden, hieß es. Dennoch legte Trump am Mittwoch nochmal nach. Erstmal muss ich sagen, dass 250 Millionen Amerikaner kein Müll sind. Den als geschmacklos kritisierten Auftritt des Comedians auf seiner eigenen Wahlkampfveranstaltung am Sonntag spielte Trump erneut herunter. Ich weiß nichts von dem Komiker, ich kenne ihn nicht, habe ihn nie gesehen. Unterdessen ist die Kritik an dem Müllinselwitz noch nicht im Papierkorb gelandet. Der puerto-ricanische Sänger Nicky Jam zog in einem am Mittwoch veröffentlichten Video aus Protest seine Unterstützung für Trump zurück. Vor über einem Monat hatte er noch zusammen mit ihm bei einer Kundgebung in Nevada auf der Bühne gestanden. Puerto Rico se respeta, Nicky Jam.